glaube, dass wenn wir junge und jüngere Menschen erreichen wollen, wir kriegen keinen Zugang zu diesen Menschen, wenn wir nicht auch im digitalen Raum präsent sind. Das Problem ist manchmal so ein bisschen, dass wir die guten Inhalte haben, aber wir müssen sie noch mal anders verpacken, wir müssen sie besser verpacken. Manchmal muss man einfach mal was ausprobieren und schauen, wie es wird und darauf vertrauen, es könnte gut werden. Dass wir uns mehr Gedanken darüber machen müssen, wie wir kommunizieren, nicht was wir kommunizieren. Ich glaube, da sind wir uns in den meisten Fällen einig. Ob man in der Jugendarbeit digitale Medien einsetzen oder thematisieren muss oder sollte, würde ich auf jeden Fall so beantworten, dass es ein wichtiger Teil in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen heute ist. Und damit ist es eher schädlich, wenn man sie nicht bearbeitet. Die Frage ist natürlich immer, mit welchen Werthaltungen, mit welchen Projekten und Angeboten man das tut. Und darüber können wir gemeinsam sprechen. Ja, wir sind ja da und wir haben ja unsere Inhalte und die Leute müssen einfach zu uns kommen und uns suchen und dann haben wir ja alle schon da. Ich glaube, das funktioniert nicht in der Welt von Social Media. Ich glaube, dass ein Schlüssel, heute christliche Botschaft zu verkünden, darin liegt, authentisch zu sein, auch was von sich zu zeigen. Und darum geht es ja eigentlich, finde ich, bei Social Media, dass man Inhalte verbreitet, die man gut findet. Ich habe während Corona Insta-Prayers gemacht, als es keine Gottesdienste gab. Und es war ganz spannend, was es da an Reaktionen gab. Und ich persönlich finde, da dürfen wir uns mehr trauen. Ich habe mich da auch einiges getraut. Aus Sicht von Kindern und Jugendlichen sind digitale Medien eben häufig ein Raum, in dem sie erleben, dass sie sich selber einbringen können. Und da ist es eine Herausforderung und eine Chance, glaube ich, so ein Potenzial auch für die eigenen Arbeitsfelder zu nutzen. Man kann, glaube ich, auch, und das ist, glaube ich, wichtig auch für evangelische Jugendarbeit, Jugendliche einfach weiterhin stark zu machen, weil es natürlich auch mit Social Media Schattenseiten gibt. Und trotzdem nehme ich super viel Kreativität wahr, die Leute trotzdem zusammenzubringen. Jetzt, glaube ich, ist es dann aber auch Zeit zu sagen, wir kanalisieren wieder Sachen, wir konzentrieren uns auf Sachen. Wir entscheiden auch sehr bewusst, was wir weiter im digitalen Raum anbieten und was nicht.